Espresso verlängert oder vielleicht doch ein Cappuccino? In diesem Video zeige ich euch die Unterschiede und worauf es ankommt. Espresso Italiano, ein ganz klar definiertes Rezept. Wir haben 7 Gramm Kaffeepulver, 25 Milliliter in 25 Sekunden. Das ist ganz wichtig, das Ganze mit 9 Bar Wasserdruck. Und dieser Espresso bildet nun die Basis für all unsere Kaffeegetränke, wie zum Beispiel den verlängerten. Und der echte Verlängerte wird so zubereitet, dass wir einen Espresso in die große Tasse geben und dann mit heißem Wasser verlängern, damit jeder Kunde die Stärke seines Kaffees selbst bestimmen kann. Natürlich vergessen wir nicht unseren Melange und den Cappuccino, ein oft und sehr heiß diskutiertes Thema. Die Basis bildet bei beiden Getränken der Espresso. Die Melange wird nun aufgefüllt mit dünner Milch und etwas Milchschaum. Beim Cappuccino hingegen haben wir mindestens 1 cm festen cremigen Milchschaum. Das ergibt ein ganz anderes Mundgefühl zwischen diesen beiden Rezepten. Jetzt ist es für euch an der Zeit zu wählen, welchen Kaffee ihr am liebsten trinkt.